Servus zu einem neuen Blitz-Friday-Video. Aufnahme läuft perfekt. Ja, ich habe vorhin ein paar Probleme gehabt bei dem Tank Money-Video-Aufnahme. Da hat die Audio nicht richtig aufgenommen. Da war da noch was und ist super gefecht, wie es man schon sagen. Aber jetzt sind wir beim Blitz-Friday. Jetzt läuft alles besser. Hoffe ich zumindest. Ich habe mir mal die Herausforderungen angesehen, die wir meistern müssen. Darunter war eine: während der Fahrt ein gegnerisches Fahrzeug beschädigen. Wäre doch gelacht, wenn das irgendwie hinkriegen würden. Nur beschädigen. Nicht zerstören, nur beschädigen. Erledigt. Ja, ich bin gefahren und hab mir abgeschossen. Mehr sollte ich ja gar nicht machen. Ich hoffe, die unterstützen mich jetzt halt hier ein wenig. Wow, wohin düst denn der? Hinterher! Und wir sollen unter den besten Vieren beider Mannschaften sein. Und gewinnen natürlich. Und dann natürlich so noch ein paar Punkte machen. Der wartet bereits nur auf mich. Ja, der hat mir auf mich gewartet. Und wie der auf mich gewartet hat. Wir düsen mal hier durch. Hilfe! Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich geb's dazu. Juhu. Da dahinter. Einmal anvisieren. Ja. Es war vielleicht nicht so klug, wie ein Blöder über die komplette, Schlachtfeld zu fahren. Die müssen sie alle denken, ich bin ein Noob. Ihr werdet euch wahrscheinlich auch denken, was hat denn der Vollidiot gemacht? Ja, ich sag wirklich Vollidiot. Ich weiß dich selbst nicht. Oh Gott, und alles nur für Punkte. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir sind jetzt im Gefecht Nummer 2 für heute. Nachdem ich das erste so bescheiden abgeschlossen habe, weil ich so mega klug hier rumgefahren bin. Also nicht auf dieser Karte, sondern auf der anderen Folge. Ich hoffe, es stimmt mir zu. Jetzt fahren wir wieder richtig. Ich habe den einen Punkt geholt. Jetzt schauen, ob wir der vier Besten und den vier Besten reinkommen. Ich habe es bemerkt. Lad nach. Der gehört uns. Der kommt wieder. Weiß der Kamerad, wo uns als abgeschossen hat? Komm. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Oh, nee. Ihr habt da zu lang gewartet. Ich bin da auch so klug. Komm, lad nach. Lad nach, lad nach, lad nach. So, der gehört uns. Danke. Na, die Taktik wollte ich jetzt auch anwenden. Hier vorbei. Und Feuer. Zurückfahren. Nachladen. Er braucht halt wirklich Ewigkeiten zum Nachladen. Am Sonntag hat er die Wumme echt richtig, richtig viel drauf. Kann ich gleich mal anvisieren. So. Na, wo fahrst du denn hin? Kameraden? Was soll's denn hier? Wir liegen 4 zu 2 hinten. Juhu. Ich habe ein mieses Gefühl. Richtig mieses Gefühl. Ich wage es. Nein, der war daneben. Nicht gut. Und der will jetzt einnehmen fahren. Das müssen wir verhindern. Oder will uns umfahren. Eins von beiden. Entweder will er uns umfahren oder will einnehmen fahren. Er will uns Kameraden umfahren. So sieht's aus. Ah, wenn der jetzt lang
Brauche ich zum Anvisieren. Wow. Was war das für ein Abschuss? Der war gut. Den aber sehr gut gemacht sogar. Anvisieren. Schade. So, 5 gegen 5. Das könnte eng werden. Die haben da einen mit voll, komplett vollem Leben. Okay. Das wird doppelt eng. So. Jetzt ist die Frage, wer von uns... Wow, 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 wow. Lad nach, lad nach, lad nach, mein Freund. Wo ist denn... Weißt du was? Ich mach doch da mit deinem Spiecher nicht mit. Ich weiß jetzt, wo der ist. Das ist die große Frage jetzt. Ich darf mich jetzt da nicht so zeigen. Muss aber auch gleichzeitig hier ein bisschen in Deckung gehen. Okay, gut. Vierzig. 43. Ich bin gerade relativ still. Ich möchte hören, wenn der kommt. Dreifünfzig. Von da vorne kommt er. Haben wir seine Kette zumindest zerstört? 5 Sekunden noch. 4, 3. Ah. Komm, 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 komm. Der wird uns gleich noch mehr abschießen können. Ah. Die aber auch. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Komm, komm, komm. Ja! Ja, ja, ja! Sorry, ich war jetzt echt leise. Ich wollte ihn unbedingt hören, wo der herkommt. Und damit man auch wirklich erwischen. Yeah, wir haben ihn. Oh, sorry, er ist jetzt gerade. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, schau doch mal. 4 zerstörte Panzer. Yeah, gesamte Punkte Schaden. 859. Nicht schlecht. Boah, das habe ich schon angekaut. Überlegenheitsabzeichen erste Klasse. Verliehen für den meisterhaften Umgang mit einem gepanzerten Fahrzeug. Ein Spieler muss in einem Gefecht mehr Erfahrung verdienen als die durchschnittlich höchste Erfahrung, die von 95% der Spieler auf dem gleichen Fahrzeug innerhalb der letzten 7 Tage erreicht wurde. Yeah! Was haben wir da? Krieger, zerstören Sie mehr Gegenfahrzeuge als alle anderen Spieler. Mindestens 4 haben wir. Ich krieg das gerade gar nicht ganz raus. Feiere ich es gerade. Abrams Medaille 4. Klasse. Für die Gesamtzahl der Teamsiege, bei denen der Spieler überlebt hat. 10. Ja gut, egal. Juhu! Also, wir sehen uns gleich im nächsten Gefecht. Und wir sind im dritten Gefecht wieder mit dem 830T. Ich feiere mich gerade immer noch mit dem vorhin, damit wir das Video überlebt haben, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe wirklich gedacht, wir sterben. So wie ich da gespielt habe, hätte ich mit allem gerannt, außer damit ich gewinne. Aber man muss sagen, der Vorteil ist wirklich bei dem Panzer, damit der so eine richtig, richtig gute Wumme hat. Und dementsprechend natürlich auch ein bisschen Panzerung hat gegen den. Und wir somit etwas mehr rausholen konnten. Wir werden umfahren. Kumpel, sie stehen da vorne. Ja, ist sehr klug, wenn du in mich reinfahrst. Thank you.
So, noch einmal, aber wir werden jetzt schon. Da wird schon erobert. Wo sind unsere Leute, wo den abschießen? Können wir da rumfahren? Ich weiß es nicht. Wer erobert? Juhu! Ja, wir testen es einfach mal. Ja. Hat nicht ganz so gut funktioniert, wie ich es gedacht habe. Wir fahren jetzt hier durch und hoffentlich da drüben lebendig hoch. Oder auch nicht. Kommen da sich drum? Ne, da kommen sie nicht ganz drum. Was stehst du hier so rum? Da vorne ist der Gegner. Da vorne ist der Feind. Will der nur nicht sterben oder was? Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh. Schön. Ja. Wir sind tot. Aber wir haben ihn nochmal aufgehalten. Gut, das Gefecht ist wahrscheinlich verloren, weil... Ah, der ist anscheinend AFK. Ne, der ist auch nicht AFK, aber... Was macht der? Das ist eine gute Frage, was der macht. Der kämpft hier unten, oder? Ja. Ich glaube, der könnte noch mehr reißen als der andere mit seinem Jagdpanzer. Das ist echt, bitter, was der gerade macht. Fast so bitter, wie das, was ich im ersten Gefecht gemacht habe. Aber gut. Na ja, gut, der wird immer viel machen können. Allein gegen 4 ist schon ordentlich. Gab's auch schon mit Skinner, aber die erobern ja mittlerweile schon. Ja, anscheinend, ja, der Kette ist kaputt. Der von vorne, der andere von hinten. Na gut. Wir haben keinen einzigen Panzer. Ja, das war's. Ein Schuss und der ist hinüber. Ja. Schade. Aber ein Ende muss gefunden werden. Dies ist das Ende. Diese Aufnahme des Videos. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, hoffe ich wirklich. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.